normalerweise oder vorher habe ich immer an Klassenkampf als Kampf zwischen Arbeit und Kapital gedacht. Aber jetzt würde ich sagen, das ist nicht eine Frage des Kampfes zwischen Arbeit und Kapital, weil Arbeit Teil des Kapitals ist. Also ist eigentlich der Kampf des Tuns gegen Arbeit und Kapital, oder der Kampf der Menschheit, wenn man Menschheit als bewusstes Tun versteht, der Kampf der Menschheit gegen Arbeit und Kapital. Wir können die Arbeiterklasse nicht als Gruppe verstehen. Wir können keinen soziologischen Begriff von Arbeiterklasse haben. Und wir können sie nicht als reines Subjekt verstehen, sondern wir müssen sehen, dass die Arbeiterklasse ist eine Klasse, die gegen seine Existenz als Arbeiter und gegen seine Existenz als Klasse kämpft.